nach. Denk nach. Wer ist dieses Arschloch? Mein Gott. Was ist los? Was ist los? Wo bin ich? Ja, denk nach, Vivi, wer bist du? Greif uns nicht an, denn wir sind dein Kumpel. Baby. Ich beschütze das Baby, also mach Ruhe. Alter, mein Gott. Wir brauchen Verstärkung. Folge einfach mal hier der Feuerspur. Wo bin ich? Ja, das frage ich mich auch. Ich möchte nicht sein. Mit dem riesen Rucksack, weißt du? Voll versteckt hier mit dem Riesending. Oh, yeah.
Alter, hier ist was los. Keine Munition mehr. Wir brauchen Verstärkung. Zeig's in die Richtung, aber da muss ich ja durch den Graben wieder zurück. Was ist denn das da vorne? Was ist los? Baby. Was ist los? So ist die Schrotflinte da hinten. Baby. Also, solange hier nichts piept, habe ich ja noch kein Problem. Also, ne? Ich erinnere mich nicht. BB ist jetzt hier bei mir. Ich erinnere mich nicht. Entdeckung zurückziehen. Feuer!
Alter, hier ist was los. Wir brauchen Verstärkung! Lass mich doch einfach mal in Ruhe irgendwann. Ich will dir doch nichts Böses, Junge. Weiß es doch auch nicht. Baby. Wo bin ich? Das ist eine Schrotflinte. Erfolgreich entkommen.
Das hat doch länger gedauert. Ja. Ja. Alles in Ordnung? Nö. Wo bin ich? Wie bitte? Was ist mit mir passiert? Als du das Verteilerzentrum verlassen hast, hat der Sturm aufgehört. Einfach so. Die chirale Dichte nahm fast genauso schnell ab. Ich geriet in den Sturm und war in einem Kriegsgebiet. Hattest du einen Tagtraum, Sam? Die Kommunikation war nur eine Sekunde unterbrochen. Komm mir länger vor. Das war sehr viel länger. Da war dieser Soldat. Er wollte mir mein BB wegnehmen. Wenn du das sagst. Das Kleine kann es bezeugen. Sam, unser letztes Gespräch ist weniger als eine Minute her. Das kann nicht sein. Ich habe dort gefühlte Stunden verbracht. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Schon gut. Ich komme zu dir. Ich kann dir leider nicht entgegenkommen. Ja, ich weiß. Dein Kind, oder? Sei vorsichtig, Sam. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Hatte lange keine Gesellschaft mehr. Okay. Na dann. In welche Richtung müssen wir? Warum habe ich keinen Kram? Suche Mama auf. Sam, geh zu Mamas Labor. Mama war Teil des Cupid-Entwicklungsteams. Aber von Anfang an stellte sie seine langfristige Brauchbarkeit in Frage. Sie sah bei den Cupids grundlegende Mängel. Das könnte das seltsame Phänomen, das du erlebt hast, und die erhöhte chirale Dichte erklären. Du solltest sie besuchen und mit ihr reden. Alter, wie viel Scheiß habe ich denn? Wieso kann ich nichts mehr aufnehmen? Ach du Kacke. Ich muss mal eben kurz alles aufsammeln und dann muss ich mal eben da reingehen. Mamas Labor. Es ist ja gar nicht so weit. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Leer. Leer gefeuert. Die halt noch ein bisschen.
sehr gerne. So, muss ich irgendwas zu Mama liefern? Mach mal eben fertig. Vielen Dank für deinen Beitrag. Wo ist überhaupt mein Motorrad geblieben? Das ist kaputt gegangen. Weil ich in die Schlucht gefallen bin. Okay. Die Sprungfunktion ist noch nicht so richtig gegeben, ne? Ich muss mir die Beine vertreten.